Ja, ich würde mir dann trotzdem noch mal gern dieses Loch anschauen, was die da gegraben haben. Und dabei vor allem auf Boltags Meinung vertrauen, was denn da gewesen sein könnte. Ich würde gerne eine Bergbauprobe würfeln, um mal zu gucken, ob ich da irgendwas Ja, sehe. würfel doch gerne mal. Sie haben das Erdreich aufgebrochen mit viel Gewalt, mit Spitzhacken, mit Schaufeln, haben sie weggegraben, sich tief in Sumus Leib gewühlt, fast wie Schrate. Und dann, ja, tief gebuddelt. Allerdings kannst du wohl erkennen, dass mittlerweile, wenn du in das Loch hineinstarrst, da wohl wieder so etwas wie eine Kanalisation zu sehen ist. Also, die scheint wohl wieder da zu sein. Aber das Loch geht wohl noch tiefer. Oh, und schau mal, die Kanalisation. Ach, interessant. Also wurde zumindest nicht die Kanalisation entrückt, Das sondern scheint dann vielleicht so. nur die Einstiege irgendwie. Ja, Das noch macht runter. natürlich Sinn. Also, wenn wir uns diesen Dämon noch einmal ins Gedächtnis rufen, wer weiß, ob er um gewisse Eingänge nicht irgendwie welche von diesen Teleportationszaubern gewebt hat. Ihr meint diesen hinten Ja, diesen kleinen verlaufenden Weg? kindlichen. Ja, richtig, diesen. Sollten wir Ja. nicht drunter gehen und schauen einmal? Ihr wollt Ja, sicher. dieses Loch hinabklettern? Gut. Euer Seil funktioniert aber immer noch nicht, richtig? Das ist richtig. Wichtig, wenn Wie? wir unter der Erde sind. Ein ganz kleiner Tipp von mir. Manchmal ist es besser, den Kopf einzuziehen. Gut, und wie wollen wir jetzt runterkommen? Das sieht nach einer ziemlich glatten Wand aus. Gibt es hier eine Leiter? Lasst uns einmal umschauen. Nee, eine Leiter haben sie nicht gelegt. So großzügig waren sie nicht. Es ist teilweise glatt, teilweise allerdings auch sehr spitz zulaufend. Also gerade jetzt bei der weggegrabenen Erde, das ist natürlich nur ein kleines Stück. Da kann man wohl noch ein bisschen runterschlittern. Dann müsste man halt sehr, sehr stark aufpassen. Also es ist eine Kletternprobe, vielleicht auch sowas wie eine Körperbeherrschung. Aber ja, also wenn man fällt, dann landet ihr erst einmal nach grob 10, vielleicht sind es 8 Schritt, nach grob 8 Schritt landet ihr dann erst einmal auf dem Deckenboden der Kanalisation. Und darunter würde es dann auch noch weitergehen. Da gibt es auch einen Durchbruch durch die Kanäle, sodass ihr da auch so ein tropfendes Wasser sehen könnt. Und dann hat man da wohl weitere Löcher reingeschlagen, sodass man dann ja mit diesen 8 Metern, wenn man die erstmal runtergegangen oder gefallen ist, dann ging es noch weiter. Marboria, habt ihr zufällig ein Seil an eurem Pferd? In meinem Pferd nicht, aber wir werden sicherlich profanes Material in dem Tempel haben. Das denke ich auch. Wir haben nun genügend Zeit, um eine Leiter oder Strickleiter zu bauen. Vielleicht könnten wir uns auch die aus dem Donnerfeld ausborgen. Es gibt doch bestimmt so Seilkonstruktionen, mit denen man Säge hinablässt. Nun ja, aber Gräber sind gewöhnlicherweise nicht 10 Schritt tief. Das stimmt auch wieder. Besorgen wir jetzt einfach etwas Seil aus dem Tempel vielleicht. Ja, so nach grob 10 Minuten könnt ihr nicht nur Seile haben, sondern die eben auch aneinander gebunden haben, damit das auch hält. Also gerade wenn dann so ein Raphim runterklettert, brauche ich aber bitte eine Fesselnprobe. Das soll ich auch noch anders machen. Rafim, wie bist du? Ich hab das nicht mal. Ich kann das an. Raphim würde gerade buddeln, also da müsstest du erstmal Ja gut, hinlaufen. ich mach das. Ich würfel besser in Entfesseln. Naturtalent. Sehr schön. Ja. Ziehst da die Knoten zusammen und abelmäßig nicht ganz sicher, hat er da eine Rune in das Seil geknotet? Pui. Was Hoffentlich soll das? hält das. Was soll das, Boltax? Ja, es muss ja auch was fürs Auge sein, nicht wahr? Und Zwerge. das ist gute Handwerkskunst. So. Sitzt, wackelt und hat Luft. So muss das sein. Vielleicht wollt ihr zuerst das Seil ausprobieren.
Macht ihr das auch manchmal mit eurem Haar oder eurem Bart, also solche Zeichen ja, hineinflechten? Ja, das habe ich mir schon überlegt, ob das möglich ist. Wir waren ja, als wir diese verschiedenen Bartfrisuren uns angeschaut haben, als wir in Zorgan waren, da hatte ich mir auch, also dieses eine Buch und diese Art und Weise, seinen Bart zu tragen, da habe ich überlegt, ob man da vielleicht auch durch einen geschickten Knoten hier und da eine entsprechende Rune reinsetzen könnte. Aber das muss ich erst mal vor einem großen Spiegel ausprobieren. Da hatte ich jetzt noch nicht die Muße dafür. Ja, verständlich. Gut, möchtet ihr denn zuerst euch alles betrachten oder möchtet ihr, dass einer von uns vorgeht? Ja, ich klettere vor. Wie sieht's aus mit Erschwernissen oder Erleichterungen? Hilfsmittel. Also jetzt für den ersten Abschnitt runter bis zur Kanalisation gebe ich dir eine Klettern minus 3. Okay. Ja. Ja, schwuppdiwupp, stehst du unten. Auf Tada. Dem Dach der Kanalisation, wenn man Dach sagen kann, ist dann wie gesagt so die Decke, die dann von der anderen Seite, auf der du stehst, wie gesagt ein Durchbruch. Und dann kannst du unter dir das Wasser rauschen hören. Sieht sehr dreckig aus, aber Wasser. So, ich sag dir, das hält ohne Probleme. Wollt ihr zuerst oder soll ich zuerst? Das ist mir gleich. Ich kann gerne gehen. Nun gut. Milady? Was ist das denn schon wieder für ein Wort? Mademoiselle. Ich klettere. Ich würde, wenn du dir unten ankommst, ihn nachklettern. Ja, wenn ihr Rafim oben stehen lasst, der wird weiter mit Schaufeln beschäftigt sein. Von dem irren Kreischen, von dem Jaulen, von ihm könnt ihr mittlerweile auch nichts mehr hören. Auch liegt natürlich daran, dass er seine Zunge verloren hat, aber Rafim hat da wohl gerade seine richtige Aufgabe gefunden. Ja, mit einem kurzen Sprung runter könnt ihr dann auf der in der Kanalisation selber stehen und seht da, wie da wohl weiter mit einer Spitzhacke runtergegraben worden ist und dass da ja sich in der Dunkelheit verliert. Also da tropft auch viel Wasser runter, was da von der Kanalisation dann runtergeflossen ist. Nicht alles, aber in die Dunkelheit. Jetzt wäre ein Lichtzauber sehr hilfreich. Seht ihr etwas? Sehe ich mit meiner Dämmerungssicht? Mit deiner Dämmerungssicht? Ja, du siehst wie wohl nach weiteren 10 Schritt auch sowas wie ein Boden zu erkennen, das ist eine Höhle. Hier geht es nochmal ungefähr 10 Schritt runter und dann scheint eine Art Höhle sein. Ganz interessant aus eigentlich. Na gut, Vorsicht, ich werde einmal meine Flamme an meinem Stab entzünden. So, jetzt könnt ihr mal daran vorbeilinsen. Ja, jetzt würde ich nochmal gucken, ob ich jetzt ein bisschen mehr ausmachen kann mit dem Licht. Die Höhle ist wohl nach 8 Schritt öffnet sie sich so ein bisschen und du erkennst da, müsste man jetzt runtergehen, also sie öffnet sich weit, das ist... Irgendwas, na, künstlich ist es nicht. Du kannst erkennen, dass das nicht nekromantische Arbeit ist, sondern das wurde wohl vor vielen, vielen Äonen erschaffen. Älter als die Zwerge selbst, zumindest sagen dir das die Steine, du hörst sie flüstern mit deinen Bergbaukenntnissen, du lauschst nach so. Spezialisierung unterirdische Städte? Ja. Yes. Da müsste man natürlich runterklettern, aber du siehst, wie an dem Schritt, wo sich die Höhle öffnet, nach 8 Schritt, endet das nekromantische Werk, diese Gewalt, mit der sich da reingebohrt worden ist, und danach ist es anders. Nun, ganz klar, hier sieht man etwa 8 Schritt, bis dahin haben die Nekromanten es mit ihrer Gewalt getrieben, aber dann ist es anders. Gesteinsformation und diese Art der Höhle, das scheint künstlich zu sein. Und es ist sehr alt. Sehr, sehr alt. Sehr alt, so aus der Zeit des Bosporanischen Reiches? Älter.
würde ich sagen. Älter als Angrosch. Das ist Äonen alt. Oh, könnte es möglicherweise trollisch sein? Immerhin, die Trollzacken sind nicht so weit entfernt. Hm. Tja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber vielleicht. Ich muss auch zugeben, ich habe in trollischer Architektur nicht wirklich aufgepasst. Wir sollten auf jeden Fall runter und uns das angucken. Das, Ich schlage vor, wir warten noch eine Nacht. Ohne Kraft würde ich ungern in eine Kaverne steigen, von der ich nicht weiß, was mich dort unten erwartet. Ja, Nekromanten sicher nicht. Die sind ja alle tot. Wer weiß, was dann unten noch ja, durchgeblieben ist. Du sagst so das Wort tot und das hallt dann in dieser Kaverne wieder, also dringt so ein bisschen nach unten und dann in der Höhle wird es wieder zurückgeworfen wie so ein unheiliges Echo. Tot, 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 untot, untot, tot. Das war jetzt irgendwie unheimlich. Ich habe kein gutes Gefühl da unten. Ja, vielleicht gibt es da Eisgeister oder sowas. Ja, vielleicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Nun denn, da der Tag tatsächlich schon sehr vorangeschritten ist, ist es tatsächlich vielleicht besser, wenn wir bis zum nächsten Morgen warten. Außerdem wird uns Raphim uns niemals verzeihen, wenn wir ihn dort oben alleine lassen. Das ist auch wieder wahr. Also dann morgen mit frischer Kraft und vollem Mute in die Höhle absteigen. Genau. So sieht es aus. Gut. Endlich geht es mal unter die Erde. Ist das schön. Dann könnten wir ja vielleicht auch noch eine weitere Strickleiter oder so etwas requirieren, um dann in diese Höhle zu gelangen. Und Fackeln. Eine gute Idee, ja. Fackeln, ja, selbstverständlich. Ihr könnt also wieder zurück an die Oberfläche gehen, könnt Raphim einsammeln, der da wohl vielleicht noch den das letzte verbliebene Licht sich auch noch gerne auf dem Bohrenanger auffällt und da dann hilft. Und dann könntet ihr aufbrechen in Richtung Friedenstadt oder Donnerfeld, könnt euch da dann einen Ort der Ruhe finden, der dann nicht verflucht ist, wo dann die Heimsteine noch funktionieren. Denn natürlich ist noch nicht überall wieder Ruhe und Ordnung eingekehrt, aber die Kämpfe sind weniger geworden, auch gerade dann in den Bürgervierteln, wo die Kavalleristen, wo die Infanteristen noch viele lange Stunden umhersuchen, irgendwelche Aufständischen aufreiben. Dann schreiben wir den nächsten Tag. Ich hätte gerne gestern noch was gemacht. Ja, 22. Raya, ne? Ingrim? Nee, Ingrim nicht. Achso, ja. 22. Namenlosen Tagen. Ja, richtig. Was möchtest du noch machen? Ich möchte einmal in dem Tempel gucken, ob ich Kieras Waffen finde. Ja, sehr gut. Findest du. Nicht an der Stelle, wo du sie weggetreten hast. Die wurde dann irgendwie auf einen verfluchten Altar oder sowas gelegt und da dann neben anderen Waffen aufgebahrt, aber du findest sie. Kannst sie ihm wiedergeben. Okay, dann schnapp ich mir seine beiden Waffen und dann möchte ich nochmal am Waisenhaus vorbeigucken, ob meine Zeug da noch liegt. Auch das wirst du finden, ja. Ja, wunderbar! Leicht vollgeschleimt und leicht angeätzt. Da hat sich wohl der Darei oder der Karakiel draufgesetzt. Du kannst mal überall den Rüstungsschutz 1 vermindern, aber ja, du findest sie. Am Arsch. Jede Rüstungsteile dann einfach durch den Darei und Jigris Lakura Schleim dann 1 vermindert. Ich würde mich, bevor ich mich zur Ruhe begebe, eine astrale Meditation durchführen. Das würde ich auch machen. Ja, jetzt habt ihr mittlerweile auch Zeit. Also, wie viele Lebenspunkte ihr da umwandelt, das war ja vorher, war das ja relevant, als ihr dann in die Stadt eingedrungen seid. Aber mittlerweile ist das egal. Also, ihr habt die Zeit. Mal gucken, ob mir jemand Unterzeug besorgen kann, weil Unterzeug hat eh nur eine Rüstung und wenn es überall eins Rüstung verliert, dann macht es einfach nichts. Ja, also Unterzeug wirst du auch du bekommen. Ich denke, am besten wäre es natürlich, wenn man das im Informationsinstitut macht, in einem speziellen Kammer. Hat die, nee. Unterzeug gibt es nur, wenn jemand das Schneider an Probe gibt.
Ja, dann kein Unterzeug. Aber mir? Wie nach die astrale Meditation würde ich gerne im Informationsinstitut. Ob du Schneidern machen. Hast? Null. Null. Ich habe okay. Schneider. Hast du? Oder willst, eins. Willst du würfeln? Ich hab eins. Ah, wir haben, also, haben keinen. Lohnt sich Ömer, nicht. Ömer hatte Schneider noch 15. Ja. Ich hab Feuersteinbearbeitung auf 14, aber das bricht mir nicht. Nee. Du willst kein Untergezeug aus Feuerstein haben. Ja, gut. Also, ihr könnt auf alle Fälle regenerieren. Ihr könnt, könnt regenerieren. Mit irgendwelchen Boni oder? Das kommt drauf an, wo ihr schlafen wollt. Wird in dem Rabia-Tempel. Ja. Ich also auch für. Für gediente Helden und Recken bekommt ihr dann eine Regeneration plus 3, wenn ihr in der Friedensstadt schlaft, beziehungsweise im Tempel. Nice. Natürlich dicht gedrängt. Aber wir haben ja noch 3. unseren Tee. Ja, wie viel gibt der Tee nochmal? 3W6 plus 2. Ich würde mir mal einen Schmied suchen und gucken, ob der mein Zeug reparieren kann. Aktuell wirst du hier keine Schmiede finden. Die sind dann natürlich am Angros-Tempel. Vielleicht haben die irgendwann Zeit dazu. Aktuell hier in der Friedensstadt nicht. Ja, dann auf dahin. Ja, sie haben aktuell sehr viel zu tun und nein, werden sie nicht machen können. Aber ja, sie geben dir einen Hammer und einen Amboss und wenn du Grobschmied hast, kannst du es selbst reparieren. Ja, nee, danke, ich lass mein Zeug da liegen. Gut. Ich habe gerade festgestellt, das geht gar nicht. Wir brauchen mindestens eine ASP für Astralmeditation. Also geht's gar nicht. Dann musst du erst schlafen und danach kannst du nochmal. Okay, machen wir so rum, ja. Ich mach keine Astralmeditation. Ich würde den schwarzen Mond auch benutzen. So, schicke Regeneration. Ja. Haben wir den ganz normal regeneriert? In dem Travia-Tempel? Nee, wir haben eine plus 3. Im Travia eine plus 3. Voll gut. Also ist es jetzt halt kein Selander, das nicht, aber es ist trotzdem muschelig warm und trotz der ganzen Mengen angenehm und ihr fühlt euch auch irgendwie trotz den ganzen Leuten, die hier rum sind, auch trotzdem an der richtigen Stelle. Also ihr seid einfach zu Hause. Gut. Also wollt ihr da jetzt morgen runterklettern? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Was soll da unten sein? Da ist eine Höhle, eine Höhle im großen Ausmaßes und die ist alt, wirklich alt. Und die Bösen, die haben bis da unten hingegraben, aber die Höhle selbst haben sie nicht gegraben. Da ist eine Höhle. Wir wollen einfach mal schauen, ob es da irgendwelche Hinweispunkte darauf gibt. Ob die jetzt dort diese Gebeine oder weiß der Geier was gesucht haben. Ach ja, und wir haben übrigens die Kanalisation gefunden. Die existiert noch. Es scheint also wirklich so, dass nur die Zugänge irgendwie verzaubert sind. Dann stellen wir die zu. Ja, oder wir heben diese Verzauberungen auf. Aber wir sollten natürlich trotzdem noch verhindern, dass dieses Ritual mit den Toren gemacht wird. Das ist richtig. Okay, mehr wollte ich gar nicht. Ich war nur verwirrt, was für ein Loch da sein soll. Ja, wie gesagt. Ihr könnt dann am nächsten Tage aufbrechen, mit Seilen bewaffnet und steht dann wieder vor dem großen Loch. Möchtet ihr runterklettern? Ja. Das Loch geht einfach weiter in ein anderes Loch oder wie tief ist das Loch? Also du hast erstmal 8 Meter runter bis zur Kanalisation, dann kletterst du die 3 Schritte runter, ja. Bis du dann in den Kanälen stehst und da siehst du dann ein weiteres Loch, was nach unten führt in die tiefe Schwärze und von da aus dann nochmal 8, 10, 12 Meter runter. Und da ist Boden oder da ist einfach nur mehr Loch, das wir nicht sehen? Also Boltax kann dann den Grund erkennen, du nicht. Okay. Hat irgendwer Fackeln mitgebracht? Da haben wir ja gesagt, dass wir welche mitnehmen. Okay. Fackeln, Seile. Genau. Gut, ich verzichte an dieser Stelle einfach mal auf die obligatorischen Kletternproben und behaupte, dass ihr es irgendwie schafft. Gerade dann auch mit Hilfe von Abelmirs Seil, zusätzlich die anderen Seile, die ihr verknotet. Also mit genug Zeit und Präzision werdet ihr es runterschaffen. Und steht dann in dieser großen Höhle, die sich weit öffnet. Ihr steht auf sowas wie einem Hochplateau, das heißt, sie fällt dann nach links, rechts, oben, unten ab. Und ja, ansonsten ist sie leer.
Also, was heißt leer? Ihr könnt noch erkennen, dass es wohl eine Vielzahl von wild durcheinander gewürfelten Steinen gibt. So mannshohe Quader, flache Scheiben oder angekippte Steinbalken, verstreute Haufen von Kieseln, allesamt aber verschieden groß oder aus mehreren Gesteinen auch zusammengesetzt. Aber ansonsten ist hier nichts, gar nichts. Ich würde mal gerne eine Gesteinskundeprobe machen, ob ich mir irgendwie zusammenreimen kann, wie diese Steine hierher ihren Weg gefunden haben. Denn also ob ich irgendwas über die Steine herausfinde. Ich würde mir auch gerne die Wände angucken, ob ich irgendwas rausfinden kann über Baukunst. Baukunst plus 10. Ich mache das obligatorisch. Ich klopf die Wände ab und gucke, ob ich einen Hohlraum höre. Boltax, die Steine hier sind so oder so schon sehr dunkel, aber du bist dir sicher, dass die hierher gebracht worden sind. Und zwar direkt aus den Trollzacken, die dann im Osten schwarz hochragen. Also sowohl die Schleiben, sowohl die Balken, als auch die Kieselhäufchen. Das sind wohl Steine aus den Trollzacken, würde ich behaupten. Alle Gesteinsmaterialien. Könnte tatsächlich wie deine Vermutung von gestern wohl zutreffend war, Isarun, etwas Trollisches sein, was hier ist. Abelmi, du bist dir sicher, dass diese Höhle natürlich ist und hier nicht reingegraben worden ist? Es sieht mir eher natürlich aus, eine natürliche Höhle. Ja, klar, natürlich. Natürlich. Vertraut einmal dem Zwerg. Wer hat hier die Ahnung von Untertagebau? Warum sollte jemand Steine aus den Trollzacken mehrere hundert Meilen schleppen bis hierher? Naja, vielleicht war das eine Begräbnisstätte oder ein Kultort oder so etwas. Und warum nennt man nicht das örtliche Gestein? Kultistische Bedeutung. Erinnern an die Heimat. Nicht, dass ich nicht sagen will, dass eure Höhlendiskussion nicht brechend spannend wäre, aber haben wir hier noch irgendwas Sinnvolles oder kann ich wieder nach oben klettern? Ja, ich denke, wir können wieder nach oben gehen. Also ein Pendel werden sie hier wohl nicht gefunden haben, denn alles, was wir hier gesehen haben, ist aus Stein. Wartet. Ja, worauf denn? Nein, aber mir kam gerade eine Idee. Also, wenn das wirklich ein Begräbnisort war, dann haben sie hier vielleicht ein Trollskelett gefunden. Und wollen das jetzt beleben? Aha. Und haben es vielleicht bereits belebt, das wissen wir ja alles nicht. Das ist mir nur gerade in den Sinn gekommen. Aber sind Trolle denn so selten, dass das diesen ganzen Hackmack hier wert wäre? Wenn es ein Trollanführer aus vergangenen Zeiten waren, vielleicht schon. Ja, und Trolle sind ja auch... Was denn? Sehr zauberkundig. Also haben die einen zaubernden Troll, dann bringen wir den halt um. Ja, möglicherweise haben sie den. Möglicherweise haben sie eher auch nur genauso vergeblich gesucht, ne, wie wir. Habt ihr euch schon einmal magisch hier umgeschaut? Nein, tatsächlich, das könnte ich mal machen. Ich würde mich dann in meine Gedanken vertiefen, auf meinen Zauber, mir Zeit lassen und einen Odem sprechen. Das soll wohl gelungen sein. Gibt es hier denn irgendwelche magische Strahlung? Du merkst, dass dein Zauber funktioniert hat, aber du siehst trotzdem nichts. Du hast aber trotzdem das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Also die Steine sind nicht magisch, die Höhle ist nicht magisch, aber du siehst, obwohl du also Abelmir und Boltax müssten leuchten, du weißt auch, dass es geklappt hat. Die Matrix hat perfekt vor deinem Auge funktioniert, trotzdem siehst du sie nicht. Leute, guckt mal. Ich sehe hier was. Also kommt mal auf meine Ebene runter, die Kiesel, wie sie angerichtet sind und die Steine. Das ist doch ein Sternbild.
Irgendwas ist hier seltsam. Irgendwas, also mein Zauber müsste eigentlich geklappt haben, aber ich sehe trotzdem nichts. Vielleicht ist hier irgendeine magiebannende oder absorbierende Wirkung. Bitte guck doch mal diese Ausrichtung hier von den Kieseln und hier, wie sie die Steine kreuzen. Das ist eindeutig Sternbild, oder? Voltags. Selbst ja. Wenn, warum ist das wichtig? Weil der Verlauf der Sterne für ganz viele Rituale in der Magie ganz wichtig und wesentlich ist. Boltax kennt zwar nicht den Namen, den die Garethias benutzen, aber Abelmir und Isarun fällt er ein, wenn Boltax auf diese Steine, auf die Kiesel zeigt, auf das, was hier so rumliegt, das ist Utas Pforte. Das Tor zu Borons Hallen. Verstehe. Könnt ihr irgendwas sagen, das auch der Normalmensch versteht, bitte? Utas Pforte. Wenn diese Pforte geschlossen ist, kommen die Seelen nicht nach Alvaran. Das wäre ärgerlich. Uns reich, ja. Ich meine, bei dem letzten großen Magnum Opus der Nekromantie wäre genau diese Konstellation, also eine geschlossene Utas-Pforte, gewesen. Was suchten sie hier? Nun, die Trolle haben wahrscheinlich genauso wie wir den Himmel beobachtet. Ja. Ist das denn geheimes Wissen oder ist das so was, das könnte ich in der Bibliothek gehen und mir angucken und dann wüsste ich auch, dass das Sternbild von Boron ist. Vielleicht. Also ich glaube nicht, dass das groß geheimes Wissen ist. Ich kannte den Namen jetzt nicht, weil wir Zwerge einen anderen Namen für das Sternbild haben, aber... Ja, dann ist ein bisschen viel Aufwand, um sich ein Sternbild anzuschauen, oder nicht? Siehst du von hier gerade den Sternenhimmel, Raffin? Nee. Okay. Also von hier werden sie sich das Sternbild schon mal ganz sicher nicht angeguckt haben. Vielleicht. Ja, aber es liegt hier doch auf dem Boden. Genau. Ja, aber da ist ein bisschen viel Aufwand, das hier wieder auszubuddeln. Vielleicht war es früher mehr ebenerdig. Warum das die Trolle das hier vergraben haben, ist doch vollkommen Schnurz. Warum haben die Arschlöcher es wieder ausgegraben? Nicht die Trolle, vielleicht die Zeit. Vielleicht, wo sie statt bei diesem Grab errichtet. Erinnert ihr euch noch an die Albträume, die wir auf der Reise nach Zorgan hatten? Träume. Also, wenn wir noch 2 Tage warten, dann kann ich ja mal gucken, was hier in der Vergangenheit so abgelaufen ist. Nein, ich meine... Hattet ihr nicht auch dieses Gefühl, dass da dieses Wesen mit euch spricht und auch über Utas Pforte? Ja. Und dass das der Konflikt zwischen denen ist, weil der schwarze Drache Utas Pforte sprengen will? Ach ja. Ja, aber was hat das mit dem Ding hier zu tun? Also was kann das? Was will der schwarze Drache damit? Hier ist halt so ein Sternbild auf dem Boden gemalt. Aber was, wenn er es jetzt während der namenlosen Tage vorhat? Ja, aber wieso haben sie es dann ausgebuddelt? Ich weiß es nicht, was sie hier vorhaben, aber die Nekromanten, die hier am Werke waren, die sind ja nicht mit dem schwarzen Drachen verbündet. Die sind ja übergelaufen zu diesem Seelensammler. Aber ich dachte, die Nekromanten wollten das nicht ausbuddeln. Ich dachte, Skiddle oder Skudde oder wie Alter auch immer heißt, wurde das ausbuddeln. Ich würde mal, während die sich unterhalten, das Sternbild einmal komplett ablaufen. Ja, rutscht dann, wie gesagt, von dieser oberen Erhebung so ein bisschen runter. Stehst dann neben so einem flachen Stein, so einem Tafelberg. Mhm. Und kannst du es dann ablaufen? Also, du hast auch kurz das Gefühl, dass die Steine sich bewegen. Na gut, nee, das bist du. Du bewegst dich dann durch die... Nee, eigentlich bewegen sich die Steine